Hallo und herzlich willkommen bei CatPlace. Ich bin heute hier in Darmstadt bei der Audis University und mein Gesprächspartner ist der Josef Wurcher, auch Joseph Wurcher genannt, weil er lebt in den USA und arbeitet für die Audis University. Joseph, vielleicht, wir machen es ja auf Deutsch, ja. Vielleicht kannst du dich ganz kurz selber vorstellen, was du genau machst, was du seit Jahren schon machst und was sich dahinter verbirgt. Gerne. Ich bin der Program Manager für AU Las Vegas. Für die letzten 12 Jahre war ich verantwortlich für Content für die AU, also die 700 so Klassen, die wir haben. Ich arbeite mit einem Team, diese Materialien auszusuchen und dann eben vorbereiten für die AU. Mhm. Für diejenigen, die vielleicht die AU, sprich Audis University, nicht kennen hier in Deutschland, in den USA ist es kein Thema, da gibt es ja schon seit 20 Jahren. Für die es nicht kennen, was verbirgt sich hinter der AU und für wen ist es gedacht? So, AU, weil Autodesk hat im Englischen um die 180 oder so Produkte. AU bringt die Produktbenutzer von all diesen Produkten zusammen und hilft Kunden, eben diese Produkte am besten zu benutzen. Wir bringen Kunden zusammen, wir bringen Autodesk-Experten zusammen, um eine Lernveranstaltung zu machen. Und das ist AU. Also Kunden zusammenbringen, Kunden lernen von Kunden, unsere Produkte besser zu benutzen. Also das sind eigentlich zwei wichtige Themen, zwei Vorteile. Das eine ist das Training selber, um den Kunden, den User, was beizubringen, auf ein nächstes Level zu heben. Und das zweite, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Networking, die Kontakte untereinander, Kontakte auf der Geschäftsebene und auch den Kontakt zu Autodesk. Genau, so the Networking ist wirklich das Wichtige. Was wir hören, ist natürlich, dass Leute, wenn sie die Hallway Conversations, und das ist wirklich, wo sie den größten Wert von AU oft kriegen. Vor allen Dingen haben wir versucht, diese Hallway Conversation zusammenzufassen, haben sie an Conferences gemacht, damit wir das irgendwie besser organisieren können, damit wir mehr Wert zusammenstellen können für AU. Es ist Networking und es ist das Lernen und man sieht das Großbild von AU, das von Autodesk, würde ich sagen. Ja. Das man an und für sich ja nicht sieht als Kunde, wenn man ein, zwei, drei Produkte benutzt und man kommt noch zu AU und da sieht man hunderte von Ausstellern und alle Produkte, die wir eben an einem geschulen haben. So, das ist schon ganz andere Geschichte. Ich hatte die Gelegenheit, schon ein paar Mal bei der Autodesk University in Las Vegas zu sein. Da waren ja Zehntausende Besucher, ist also immer ein Riesen-Event. Mhm. Jetzt hat man sich entschieden, von USA wegzugehen in die einzelnen Länder. Genau. Welche Entscheidung steckt da dahinter? Warum hat man das gemacht? Well, im Grunde ist es Training und jemanden, ich meine, es ist schwierig genug, einen Österreicher von Österreich rauf nach Darmstadt zu bringen. Also, Leute von hier in die USA zu bringen, ist noch viel schwieriger. Also, der Gedanke ist, dass man diese Veranstaltung eben in Länder bringen will, wie Japan, China, Brasilien, Russland, und die gleiche Veranstaltung in der Landessprache machen kann, sodass die Vorträge eben in der jeweiligen Sprache, im Deutsch hier in Deutschland, gemacht werden können. Und für viele, es ist einfach unrealistisch für viele Benutzer, dass sie nach Las Vegas kommen und deshalb sind wir eben keine Länder. Okay, gut, ja, eine gute Idee. Jetzt ist gut. Weiß man denn schon jetzt von dieser Veranstaltung, wie viele Besucher da sind? Kann man schon von einem Erfolg sprechen? Ja, sicherlich. Es sind die letzte Nummer, die ich gehört habe, es waren über 1000. Das war an und für sich unser Ziel. So, es ist eine sehr erfolgreiche Veranstaltung in dem Sinne. Natürlich wissen wir nicht die ganzen Details und die Profile und so, aber es ist sehr gute Veranstaltung. Gute Energie. Okay. Was kann denn ein User machen, wenn er diese Veranstaltung nicht besuchen kann, konnte oder auch in zwei Wochen auch nicht nach Las Vegas fliegen kann oder eine andere Veranstaltung besuchen kann? Ja. Gibt es denn solche Online-Webinar-Möglichkeiten? Es gibt schon. Es gibt die Vorträge hier in Deutschland werden aufgenommen und die werden auf der AU Deutschland-Webseite erhältlich. Mhm. Natürlich, wenn jemand Englisch
fließend kann oder Englisch kann. Mhm. Es gibt auch die EU Online, die englische Version davon. Mhm. Und wir haben über 3000 Stunden von Videomaterialien erhältlich, die kostenlos, von jedem kostenlos abgerufen werden können. Ja. Für Download, okay. Ja, absolut. Ja gut, dann abschließende Frage. Ein Blick in die Zukunft, kann man schon sagen, wo die EU hingeht? Was ist die Strategie für die nächsten Jahre? So, wir haben die genauen Daten und Lokale für nächstes Jahr haben wir noch nicht. Was wir wissen ist, dass es wahrscheinlich 5 oder 6 EUs geben wird auf der ganzen Welt. Las Vegas ist ganz sicher, das haben wir für die nächsten 3 Jahre schon sicherlich gebucht. Aber Locations, die wir haben das hier, einige von denen sicherlich wieder die, okay. Das bis nächstes Jahr auch wieder haben werden. Okay, wunderbar. Also für jeden, der dieses Event nicht erleben konnte, der soll sich schon mal vormerken. Also ich finde es immer wieder eine großartige Sache und man sollte einfach mal dabei sein. Absolut. Ja? Gut, also Josef, vielen Dank für deine Zeit. Bitte. Und dann gebe ich zurück an CatPlace. Danke und tschüss.